Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Ziel ist es, Familien in Schulthemen zu unterstützen. Wir reden über alles, was uns als Familie bei Bildung bewegt. Im Stefanie Bus Podcast. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Lerncoaching kurz erklärt. Was ist überhaupt Lerncoaching? Wirst du dich vielleicht fragen. Lerncoaching ist eine Methode, die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, ihre Lernprozesse zu verbessern und effektiver zu gestalten. Im Unterschied zu Nachhilfe oder herkömmlichem Unterricht geht es beim Lerncoaching weniger um die Vermittlung von fachlichen Inhalten, sondern vielmehr um die Förderung von Selbstreflexion, Motivation, Konzentration und Lernstrategien. Der Unterschied von Nachhilfe zum Lerncoaching besteht darin, dass wir wirklich nicht nur es geht wirklich nicht um die Vermittlung von Wissen, das steht nicht im Vordergrund, sondern es geht um die Förderung der Lernkompetenz und der Selbstständigkeit des Schülers. Ich unterstütze den Schüler dabei, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, individuelle Lernziele zu formulieren und effektive Lernstrategien zu entwickeln. Das Ziel vom Lerncoaching ist es, dass das Kind selbstständig Lernprozesse effektiver gestaltet und dadurch langfristig erfolgreicher ist. Die Förderung der Selbstreflexion, Motivation, Konzentration und Lernstrategien befähigen den Schüler dazu, eigenständig und zielorientiert zu lernen. Das Ganze machen wir in so einem Lerncoaching-Prozess, der mit einem ausführlichen Gespräch zwischen Eltern, Schüler und mir beginnt. Dabei werden die Lernsituation, die Ziele und die individuellen Bedürfnisse des Schülers angeschaut und besprochen. Dann wird wird die Lernstrategien und die Umsetzung gemeinsam erarbeitet und in die Praxis umgesetzt. Ich begleite euch als Familie dabei kontinuierlich und gebe regelmäßig Feedback. Dabei kommen verschiedene Methoden und Techniken zum Einsatz, die natürlich auf die Bedürfnisse und Ziele eines Schülers abgestimmt werden oder auch auf euch als Familie. Dabei zählen zum Beispiel Selbstreflexionsübungen, Visualisierungstechniken, Konzentrationstraining, Zeitmanagementmethoden und verschiedene Lernstrategien. Durch die verschiedenen Techniken wird das Kind befähigt, selbstständiger und motivierter zu lernen und wird dadurch langfristig erfolgreicher und lernt natürlich auch nachhaltiger. Lerncoaching eignet sich grundsätzlich für alle Schüler, egal welches Alter oder welche Schulform das sie haben, aber auch für Studenten und Erwachsene, die lernen wollen und sich weiterbilden wollen. Besonders sinnvoll ist es aber für Menschen, die Schwierigkeiten im Bereich Motivation, Konzentration haben, aber auch Legasthenie, Dyskalkulie und ADHS haben. Wie lange ich euch begleite, hängt von euren individuellen Bedürfnissen und den Zielen eures Kindes ab. In der Regel dauert so ein Lerncoaching-Prozess mehrere Sitzungen über einen Zeitraum von mehreren Wochen bzw. Monaten an. Die Erfolgsbilanz ist durch diese langfristige Begleitung insgesamt positiv. Es gibt auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler durch Lerncoaching ihre Lernkompetenzen verbessern, motivierter sind und langfristig erfolgreicher sind. Lerncoaching habe ich jetzt schon öfter online durchgeführt, denn die Methoden sind online wie offline sehr einfach umzusetzen. Wir werden natürlich da viel mehr telefonieren, Sitzungen werden als Videokonferenz stattfinden, aber das dürfte in der heutigen Zeit kein Thema mehr sein. Als letzten Tipp gebe ich euch noch mit, dass auch ihr als Eltern eure Kinder beim Lernen unterstützen könnt. Ihr könnt ein positives Lernumfeld schaffen, regelmäßige Lernzeiten ermöglichen, Rückzugsmöglichkeiten zum Lernen bieten und bei Bedarf auch auf professionelle Unterstützung wie das Lerncoaching zurückzugreifen. Wichtig ist dabei, dass ihr eure Kinder nicht unter Druck setzt und auch euch nicht unter Druck setzt, sondern motivieren und ermutigen. Mehr Tipps und Tricks erhältst du in den nächsten Folgen. Bleib dran oder melde dich direkt und wir finden heraus, wie ich euch begleiten kann. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und empfehle mich doch gerne weiter an andere Familien, die auch den ein oder anderen Tipp oder auch den Ausweg aus dem Schulendschungel finden wollen.